Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Plug in Involver. Die Zeit ging ja sowas von schnell vorbei, dass die Inu schon vorbei war und jetzt geht's weiter und viel Spaß. Wir sind noch dabei, unser Video zu verbreiten. Jetzt werden die Philippinen auch irgendwas angegriffen. Nein, Neuseeland, nicht Philippinen, was erzähle ich, Philippinen rum. Langsam asiatischen Bereich kommt unser Video auch zustande. Okay. Jetzt müssen wir Nutztiere mal upgraden. Ich könnte natürlich auch ihre Körperkontakt. So. Das kostet ja auch ziemlich viele Punkte jetzt hier, wenn ich die schaue. 1629, das wird immer heftiger. Aber wir breiten uns aus. Wir breiten uns aus wie eine solche. Wir haben schon 1,6 Milliarden infiziert. Oh, wir haben irgendwas mutiert. Ein Symptom. Und zwar haben wir Neuro-Enchantment. Wie es den Gehirnzellen und wie DNA verbessern, bestehende Nervenbahnen erhöht menschliche Intelligenz. Kann ja eigentlich nicht schlecht sein, oder? Nee, warte mal. Es kann natürlich jetzt sein, dass sie das Virus dann schneller entdecken. Soll ich das wirklich lassen? Wir lassen es mal. Vielleicht ist es ein größerer Fehler. So, wir haben mehr Menschen infiziert, als eine gewöhnliche Grippe infizieren würde. Dann geht es mal weiter. Und das Virus wächst und wächst und gedeiht. So, wir haben dieses ätzende mutiert, was wir auch schon weggemacht haben. Machen gleich wieder weg. Die Intelligenz lassen wir, machen jetzt die Übertragung mal über. Ich kann natürlich noch schauen, dass wir. Das hier. Oh, okay, jetzt haben wir die Affen-Evolution. Okay. Ich bin ja gespannt, was das jetzt bewirkt hier. Also ein Affenquartier in Brasilien sind mehrere Affen ausgebrochen. Zerstört ein genetisches Labor und fuhr raus in die Stadt. Einfangen und die Affen entkommen. Achso, dass dieses System ist da. Verbarg, dass das Virus aus ihrem Labor in Brasilien stammt und spürt, ein Heimat zu finden. Das Labor wird vorhandene Ergebnisse und Affen für die schnelle Entwicklung des Heimats verwenden. Gut, das heißt, wir werden jetzt müssen schauen, dass wir den das Ganze ein bisschen verschwieren. Wenn es hier. Behörde findet mit Virus von infizierten Affen. Bei einer Ermittlung der Affenausbruch in Brasilien haben die Behörden festgestellt, dass die Affen mit dem Virus verneuert waren. Unbekannt, ob Affen Virus an Menschen übertragen. Ja. Die Infizierung geht immer weiter mit unserem Virus. So, wir haben übrigens den Symptom entdeckt, wir können aber nichts dagegen tun. 4 Milliarden sind infiziert zurzeit. Da gibt es einiges mehr noch auf der Welt, wenn wir das anschauen. Hier. Okay, wir haben Kopfschmerzen. Wir lassen es einfach mal so laufen und mutieren das jetzt wirklich so durch. Da gibt es vielleicht schon mal die ersten Toten. So, Wohltätigkeitsorganisation veranstaltet einen Tag der Sensibilisierung für Virus von neuen und von Krankheit aufmerksam zu machen und Forschung zu fördern. Ja, sie wollen jetzt unsere Forschung, die Forschung fördern, um uns hier aufzudecken. Okay, die Weltmeisterschaft abgebrochen, da werden wir jetzt ein bisschen anders machen. Wir werden jetzt hier. So, das werden wir machen, die sollen randalieren. Und ihr Argnossen befreien.
So, okay. Dann soll die Affen mal wirklich hier die Forschungszentren zerstören. So, Erbrechen auch noch. Wir haben schon Kopfschmerzen, Erbrechen. Sie werden wahrscheinlich bald versuchen, aufgrund, was wenig gefährlich angestellte Kühe haben, davor gebannt, dass ein tödlicher Stamm aussehen könnte. Ja. Die sind gerade hier am Heilmittel zu entwickeln, sehe ich jetzt gerade. Das muss natürlich verhindert werden. Entschuldigung, jetzt habt ihr ganz kurz Pause klingen gehabt. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, unser Virus halt schwieriger zu gestalten. Wir haben seit 6 Millionen Durchfallsymptomen. 6 Milliarden sind bereits infiziert. So, also sie suchen jetzt gegen uns vorzugehen. Da müssen wir kurz schauen, wie wir das machen. Wir werden sie über Vögel, werden wir das, haben wir auch gerade so wie DNA-Punkte. Sie haben jetzt die Flughäfen gesperrt. Ja, die Affen sollen echt ernst genommen werden. Wir haben zwischen 2000 und 2000 intelligente Affen. So, sie wollen jetzt. So, okay, dann sie suchen jetzt. Jetzt müssen wir schauen, sie suchen jetzt, hier. Okay. Da müssen wir jetzt eindeutig. Die töten unsere Affen. Dann werden wir jetzt einfach hier. Was haben wir hier? Genau. Wir sollen zwischen den Affenarten ausbrechen. So, sie suchen ein Heilmittel, das ist gar nicht gut. Aber ich kann gerade zurzeit auch nichts machen, dass das uns. Nein. Sie werden bald ein Heilmittel gegen uns unsere Heimat haben. Und ich kann gerade nichts machen, leider. Ja. Ja, das heißt, jetzt werden unsere Sachen hier leider rückgängig gemacht. Ich glaube, ich hätte wirklich so, wir haben jetzt gleich die Infizierung ist gleich bei null. Ja, das war's wohl. Wir haben es leider nicht geschafft. Die Weltherrschaft umzureißen. Andererseits, ja, das haben wir leider erforscht. Wir waren zu unvorsichtig. Vielleicht das nächste Mal, keine Ahnung. Aber ich gebe es zwar nicht auf, muss ich erst sagen, der Anfang war gar nicht schlecht. Vielleicht suchen wir es mal mit Neustart und besuchen uns mal das Ganze in China dann zu machen. Gab es den Bonus wahrscheinlich nicht, weil wir ja verloren haben. Das ist wirklich ärgerlich. Eigentlich will ich das wirklich noch schaffen. Ach komm, wir machen nochmal. Ich starte gleich nochmal und diesmal werden wir gewinnen. Genau, noch einmal Videos von euch. Aber muss ja klappen. Wir werden diesmal China werden, weil es hier einfach am meisten Leute hat. So. Ja, okay. Da werde ich uns jetzt mal richtig genau infizieren hier. Und versuche jetzt mal
dass wir genug Opfer kriegen. So, dann schauen wir, dass wir die Übertragung leicht mal ein bisschen vergrößern können. Lulu-Kontakt, damit wir das Ganze ein bisschen beschleunigen können. Das Problem ist natürlich genau das, sobald die Leute von uns erfahren, werden sie entsprechende Vorkehrungen treffen. Dann ist wirklich, das ist wirklich wichtig, dass Symptome einfach frühzeitig eingedämmt werden. Okay. Oh, wir haben irgendwas entwickelt, ein Symptom. So. Das, wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden. Ich vermute auch vorhin, hat die erhöhte Intelligenz des Menschen hat dazu geführt, dass das Heimat viel zu schnell produziert wurde und jetzt viel zu schnell ausgerottet wurden. Okay, Weizenwälder, ein paar Töpfchen geben, Pflanzen. Wir haben erst 900 Infizierte und das wird aber immer mehr. Kann schon sein, dass die Erstflugzeuge schon bald unsere. Warte mal, wir werden es ein bisschen nach Übertragung ein bisschen erhöhen. Und zwar Kontakt, Luft. So. Kontakt und Luft, jetzt sollte es eigentlich hier dann wirklich explodieren. Okay, wir haben Ausschlagssymptome passiert, das wollen wir aber nicht. Wieder zurück. Ja, so, wir haben schon 7000 Menschen infiziert. Jetzt geht es wirklich ab. Wie gesagt, unser Ziel ist, die ganze Welt zu infizieren. Dafür müssen wir wirklich schauen, dass wir dass genug Punkte kriegen, die ganze Welt erobern können. Oder ja, okay. Jetzt kommen wir gehen weiter ins nächste Land. Wir bilden uns langsam aus. Die Krankheit vermehrt sich, vergrößert sich und breitet sich immer mehr aus in die ganze Welt. Oder jedenfalls mal in der Umgebung. Inzwischen haben wir schon 1 Million Infizierte. Und jetzt, oh, jetzt wird es aber heftiger. Das war ein bisschen viel auf einmal jetzt. Wir sind ja wirklich schon. Okay, wir haben ein neues Symptom entwickelt, was wir nicht brauchen. Zurückentwickeln. Das ist teuer. Wir wollen ja wirklich nicht, dass es wie vorhin passiert, dass wir uns. Dass wir auffliegen zu früh. Ich bin auch der Meinung, dass wir auch froh sind, weil die Menschen intelligenter wurden. Aha, wir haben den ersten Erreger darüber geschleust. Wir breiten uns jetzt wirklich extrem schnell aus. Schon mehr als HIV infiziert. 84 Millionen. 100 Millionen. Das geht hier explodiert regelrecht. Philippinen sind auch schon infiziert. Kuba noch nicht. Mittelamerika ist bereits. Deutschland noch nicht, Zentraleuropa noch nicht. Aha, die Schweiz gehört zu Zentraleuropa, okay. Ja, ihr müsst mich nicht untersuchen. Okay, dann werden wir jetzt hier. Wenn wir hier ein bisschen DNA-Punkt einsetzen, das kannst du schwieriger nennen. Ach du Scheiße, das wird schon echt schwierig. So, komme ich mal in die Kälteregion auch mit dem Erreger. Wir haben so ein bisschen geschaut, dass wir nicht so schnell auffliegen, indem wir uns verändern, unser Schwierigkeitsgrad für die Erkennung verschwierigen. So, hier haben wir schon ziemlich viel jetzt ausgebreitet und gehen wir weiter. Wir werden immer aggressiver.
Ja, sie wollen jetzt die Forschung fördern. Sie sind bereits schon im Heilmittel am Bauen. Da müssen wir das natürlich gegenwirken. Jetzt müssen wir schauen. Jetzt können wir nämlich hier. Ja, jetzt müssen wir schauen. Fähigkeiten, Überzeugung, Symptome. Bin natürlich aufgestoßen, sich wieder mal. Die haben bereits ein Heilmittel in uns. Das ist gar nicht gut. Ich habe ein Problem gerade. Das ist bis zum Abschluss. Ich überlege gerade, wie ich das am besten jetzt verhindern kann. Eigentlich gar nicht. Ich müsste Mutation machen, die ich nicht kann. Das heißt, wir werden wahrscheinlich schon wieder verlieren. Ich werde gerade diese Woche noch kurz laufen lassen. Um zu hoffen, dass es doch anders ausgeht. Ich werde jetzt mal die Fähigkeit noch modifizieren. Also zwei Punkte. Ja, die Versuche zurück. Wir werden leider besiegt. Viel zu schnell. Ja. Wir sind wieder mal besiegt worden. Wir haben es wieder nicht geschafft. Nieder wurde ausgelöscht. Ja gut, vielleicht schaffe ich es beim nächsten Mal. Ich bedanke mich für das Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Dann lasst mir ein Like da und wir sehen uns das letzte Mal. Wir haben nicht mal annähernd so lange überlegt wie das letzte Mal. Vielleicht war natürlich der Fehler, dass wir in China angefangen haben mit unserer Ausbreitung und das hat einfach viel zu schnell reagiert hat. Na gut, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.